then I hereby declare war on you all. The fourth great ninja war. Everybody's bird about the bird, 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 bird is a bird, 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 bird is a bird, 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 bird. Gegen Black Gravius, Mr. Hans der Vogel und so weiter. Tobi 2, Black Gravius und Madara, Mr. Hans der bird, 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 bird. Ich muss aufhören. Ihr habt da nur wieder einen Ohrwurm vorne, das ist problematisch. Was? Hä? Hinterher klopfen meine Nachbarn noch. Zu Recht würde ich auch machen. Dann würde ich sagen, ey du Arsch, hast du mir einen Ohrwurm verpasst? Geh mal schlafen, du Nasenfahrradbesitzer. Okay, Tobi und Madara normalerweise Freunde. Hier nicht. Mal gucken. Ah, oh, sind wir immer scheiß mit bei uns. Ganzen Tag spoilert der uns. Ja, dann guck es doch einfach nicht. So. Ich habe beim letzten Mal gar nicht durchgestrichen. Also Black Gravius hat verloren. So, los geht's. Los geht's! Ein größter Fan von Naruto, schon immer gewesen. So, ich würde ja gerne mal mein Gamepad auf der Heizung legen, aber da das die ganze Zeit rappelt, ist das ein bisschen problematisch. Ist lustig, ne? Dann mach das jetzt ganz laut. Oh Gott, was war das denn? Der sich davon verarschen lässt, ne? Ah, es ist der blöde Tobi. Es ist dieser Tobi, the good boy Tobi. Den die versucht haben, ja, irgendwie mit dem Moveset hier zu legen. Das so ein bisschen repräsentativ für seinen Charakter ist. Und es klappt auch ziemlich gut. Der musste Schauspieler, der Mann. Aber hier, Madara, der zieht ja richtig was los. Der ist ja stark ohne Ende auf einmal. So. Okay, jetzt hat er aber ein Problem. Das ist ja alles gleichzeitig. Boah. Ja, Tobi, steh wieder auf. Komm. Du musst was leisten. Oh, er versucht Bomben zu verteilen, aber es hat leider nicht so geklappt. Tut mir leid, du armer Mann. Madara ist um einige stärker als du. Aber das wusstest du vorher. Der ist sowas von dekadent, dieser Uchiha-Lord da. Der lässt sich einfach so ein bisschen verhauen von Tobi, weil er sich denkt, ja, oh, der kriegt mich eh nicht kaputt. Der mit seinen komischen Taschenspieler-Tricks da, der hat alles. Der versagt. So. Ich glaube, das war's auch gleich. Wenn Tobi das jetzt noch bringt, dann ist er wirklich gut. Lustig. Definitiv lustig. Ist ein ulkiger Kandidat, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn er das jetzt noch dreht, dann würde das definitiv zu seinem Charakter passen. Aber ich glaube, das lässt Madara nicht ein bisschen lachen. Wenn doch, dann ist er ziemlich blöde. Er hat aber auch keinen Tausch mit zu nehmen. Das ist die andere Seite. Kann Tobi das hier noch drehen? Kann er es drehen? Es wäre sehr dubios, wenn er es könnte. Dann hat er wirklich Madara die ganze Zeit nur vorgeführt. Würde aber so ein bisschen für die Serie auch nochmal Realitätsgehalt bringen. Er macht es. Also. Oh Gott. Ich verstehe es immer noch nicht, wie Tobi das drehen konnte. Da war Madara ein bisschen zu eingebildet, würde ich sagen. Genauso wie jetzt. Er macht nochmal genau das gleiche. Wie ist er immer mit Blau? Ich meine, Choji und Kabuto haben das auch die ganze Zeit hingekriegt. Aber hier ist es, glaube ich, gar nicht vonnöten. Beziehungsweise Tobi macht es ja. Aber Madara nicht. Aber Black Raven ist beim letzten Mal auch relativ weit gekommen. Hat auch gleich den großen Lamer-Charakter rausgeschnappt. Und damit auch fast alles gezwungen. Bis es am Ende eben dazu kam, dass die anderen Leute auch noch Lamer-Charaktere hatten. Zum Beispiel Bingo, Bingo, Bingo. Kennt ihr noch, ne? Tobi jetzt auf einmal richtig stark. Was macht der Mann? Wo hat er das alles versteckt? Ich glaube, der weiß jetzt mittlerweile, dass es ernst ist. Genauso wie Madara sich das auch nochmal bekennt. Was? Was ich machen sollte? Warum macht er denn jetzt unbedingt die Ulti? Was soll das? Wieso ist der wirklich so blöd? Tobi ist übrigens derjenige, der 45 Grad nach unten kann. Für alle von euch, die One Piece gesehen haben. Ja. Ja, da habt ihr was zum Nachdenken. So. Jetzt Madara direkt mit der Konter. Aber Tobi setzt nach und er gewinnt es. Ich glaube, es geht los. Mit einem reinen Durchmarsch. Black Gravius, du bist eine Runde weiter. Mr. Hans, der Bird. Tut mir leid, aber da müssen wir uns meinen Gesinger auch nicht mehr weiter anhören. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Nächste Runde im Menzio 1993 als Gaara 1 und Grand Tyrant 90 als Naruto 1. Bis dann, Freunde. Everybody's Bird.
Bird the bird.